Hallo zusammen. Hallo, lieber Roé nach Hamburg. Sei gegrüßt, lieber Christopher. Ja, wie geht es dir vor allen Dingen Dankeschön. Sehr angesichts gut. dieser betrüblichen Themen, die wir heute bei den traditionellen Orakelkarten auftischen? Auch bei diesen beiden Karten geht es mir wunderbar, denn es kommt ja aus meinem Lieblingsdeck, den traditionellen Orakelkarten. Und da ist mir jede Karte lieb. Und zu diesem Deck gibt es ja, das möchte ich nicht verschweigen, ein Buch. Wunderbares Buch. Damit ihr wisst, dass diese Informationen hier aus erster Hand sind. Denn dieses Buch, das ist von der lieben Kirsten und dem lieben Rui geschrieben, traditionelle Orakelkarten, im Königsfurt Orania erschienen und mit einem Satz der wunderschönen Karten aus der Firma Piatnik versehen. Ja, das Ganze gibt es sozusagen hier in einem Pack. Und wer unsere Sendungen verfolgt mit den traditionellen Orakelkarten, der hat sich bestimmt schon zugelegt und der weiß, dass da auch ein Geheimnis dabei ist. Und das Geheimnis offenbart sich, wenn man das Passwort im Buch findet, das sich da drinnen versteckt in diesem langen Text. Und mit diesem Passwortschlüssel öffnen sich die geheimen Tore unserer Homepage zu den lichten Momenten, die es dann noch zusätzlich gibt und wo wunderbare Informationen mit Videos, mit Hinweisen, mit kurzen Trailern garniert sind und man dadurch noch mehr erfährt, als wie wenn wir nur das Buch so herausgegeben hätten. Sind wir ja fast schon bei unserem Thema, denn wo wohnt der Tod? Traditionell in der Unterwelt, da wo es dunkel und geheimnisvoll wird. Und ja, wir sind sozusagen mit diesen beiden Karten, würde ich mal sagen, die eine Karte, wenn ich mal so mit meinem laienhaften Verständnis drangehe, die Beständigkeit, da sehe ich natürlich schon auch noch ein anderes Symbol, nämlich das Auge Gottes, na, so wie ich das in katholischen Kirchen kenne oder wenn man bei den Freimaurern unterwegs ist, da sieht man das, oft noch in dem Dreieck natürlich eher drinnen, aber sowas sehe ich da drin. Ja, und den anderen Herrn oder die andere Gestalt kennt man ja auch. Ist jetzt nicht gerade die Figur, der man gerne nachts auf dem Friedhof begegnen möchte. Naja, der Skelettmann, der Sensenmann, hier hat er gar keine Sense, aber er hat eine Uhr. Aber lass uns die Karten eins zu eins durchgehen, sonst verwirren wir uns selbst. Genau. Wir haben ja die Karte Beständigkeit. Die Karte Beständigkeit sticht aus all diesen traditionellen Orakelkarten raus, denn sie ist einfärbig. Mhm. Ja. Wir haben gar nicht mal so viel andere Möglichkeiten darauf und wir haben dieses allsehende Auge. Man muss gar nicht groß traditionell in einer christlichen Vereinigung sein. Man weiß, dieses Auge hat schon eine viel längere Tradition, als wir es aus der christlichen kennen. Und es, wenn man der noch älteren Tradition der ägyptischen Mythologie folgt, dann haben wir es hier mit dem Auge des Horus zu tun, der ja von seinem Bruder da ein bisschen in kleinere Putzelteile zersägt oder zerrissen wurde, weil sie sich nicht ganz grün waren. Ja, was ist passiert? Zack, seine Frau hatte da was dagegen, hat ihn wieder zusammengeputzelt und mit Nidel Schlehm da zusammengebaut, aber das Auge war nicht mehr da. Nur mehr eins. Und das sehen wir. So. Und dieses allsehende, allwissende Auge steckt da drinnen. So. Umgeben von einem netten Strahlenkranz. Und jetzt kommt die Frage, ja wunderbar, wir haben da sowas tief religiöses, wir haben da sowas mythologisches. Warum heißt dann zum Guckuck, diese Karte Beständigkeit. Dazu muss man wissen, zu
dem Moment, wo diese Karte produziert oder gemalt wurde, gab es in dem Land, in dem es produziert wurde, eine strenge Monarchie, die K&K-Monarchie, und die hatte zwei noch strengere Begleiter. Das eine war der Klerus und das andere war die Geheimpolizei seiner Majestät, des apostolischen Kaisers von Gottes Gnaden. Und wenn man jetzt auf diese Karte, was ja richtigerweise hingehören hätte, wenn man da Seele oder höheres Selbst geschrieben hätte, wäre der Fiskus eingeschritten, weil der Fiskus musste damals für jedes Kartenspiel Zoll erheben. Ja, wer ältere Karten hat, der hat immer auf der Herzass immer einen Zollstempel drauf und die Karten werden gar nicht in den Umlauf gekommen. Aber weil da Beständigkeit drauf stand, hat halt der zuständige K&K-Oberoffizial gesagt, das kann ja nicht so schlimm sein. Stempel drauf, los geht's. Man hat ein bisschen vernebelt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann verweist diese Karte auch auf die Tugend der Beständigkeit, aber im Hintergrund schwingt das, was wir vielleicht als das höhere Selbst, das Göttliche oder was auch immer wir uns da vorstellen, je nachdem, welche religiösen Präferenzen wir haben, da steckt natürlich auch dahinter. Ja, eigentlich erzählt uns die Karte, wenn wir weggehen von dem, was sie beschreibt, ist ein Hinweis, bleib klar, bleib ehrlich, bleib bei dir und geh nicht her und versuche nicht was anderes zu sein, werden, was du gar nicht bist. Also geht es auch um Wahrheit. Ich Ehrlichkeit. musste dran denken, oft wird ja die Sonne auch, es hat ja so einen Strahlenkranz, Sonnenkranz, oft wird die Sonne auch als Auge dargestellt, auch gerade aus der ägyptischen Mythologie kommend. Und die Griechen haben ja gesagt, die Sonne sieht alles, die Sonne bringt es an den Tag. Helios, der Sonnengott, erkennt die Wahrheit. Darum hat man ja auch bei Helios geschworen, dass man die Wahrheit sagt. Geht das ein bisschen in die Richtung? Natürlich, diese Religionen haben ja ganz bösartig immer voneinander abgekupfert. Wer der Stärkere war, hat den einen eins aufs Dach gegeben und die Religionen oder das, was er gut gemeint hat oder gut gefunden hat, geklaut. Ich meine, das haben ja die Ägypter wahrscheinlich bei den Babyloniern getan und die Griechen dann bei den Ägyptern und die Römer dann bei den Griechen und dann schlussendlich die Barbaren bei den Römern. Ja, und übergeblieben ist Karl der Große, der auch nichts anderes gemacht hat, als wir geplündert. Und aus dem leben wir heute noch, ne? Ja, mit Feuer und Schwert. Und ich denke mal, Nur für die Christen. ich denke mal, dass wir, da sind wir schon fast bei der Karte tot auf einmal. Die Beständigkeit ist natürlich so als Karte, wie du schon sagst, sticht in ihrer Einfachheit und in ihrer klaren Symbolik heraus aus den anderen Karten. Und vielleicht ist das ja sogar auch ihre Botschaft, ne? Schau dahin. Sei klar, eindeutig. Es ist ja auch sehr zentriert. Also diese Karte zieht einen ja förmlich an, also in die Mitte hinein. Und es sticht immer heraus. Also egal, wo sie liegt, sie ist immer der Ja. Hingucker. Wo wir wieder bei dem Thema sind, dass die Karten ihre eigentliche Macht entfalten, wenn sie im gesamten Blatt liegen. Ja. Ja, aber wenn wir sie dann kontrastieren mit der Nachbarkarte, die wir hier dazu gesetzt haben, ich muss vielleicht noch mal kurz für euch draußen erwähnen, die Paarbildung, dass wir machen ja jede Sendung immer zwei Karten, das ist mehr oder minder jetzt, da liegt keine vorgegebene Ordnung wieder, sondern es ist eine aus Roes Erfahrung gebildete Paarbildung. Es könnten durchaus auch andere Paare gebildet werden, wenn man das möchte, aber das habe ich jetzt einfach mal, haben wir jetzt mal so vereinbart, dass Roe das bestimmt aus seiner Erfahrung heraus. Die haben meistens einen inneren Zusammenhang, den Roe dann sicherlich auch offenbart. Und weil man besser, ich finde, wenn man zwei Karten hat und nicht nur eine Karte, kann man besser durch den Kontrast lernen, unterschiedsbildenderweise. Das ist natürlich auch ein didaktischer Grund, warum wir immer zwei Karten haben. Ja, aber warum hast du den Tod zur Beständigkeit dazu gewählt? Weil, und jetzt kommen wir zur zweiten Karte, beide
den Übertitel transformieren haben. Auf unterschiedlichen Ebenen. Aber beide haben mit diesem esoterischen Begriff Transformation zu tun. Übrigens, dieser Tod hier sehr schick im gräulich-bläulichen Gewand hat eine Sanduhr in der Hand. Er hat keine Sense dabei, er hat eine Sanduhr in der Hand. Und die weist uns darauf hin, dass wir jeden Tag, ich glaube, es sind 8500 Minuten geschenkt bekommen und die rieseln durch. Und dann ist fertig. Und am nächsten Tag kriegen wir wieder diese 8500 Minuten geschenkt. Und die rieseln wieder durch. Und irgendwann ist die Sanduhr oben leer und unser Leben ebenso. Und darum sind wir auch aufgefordert mit dieser Karte, mach mit dieser Zeit, die du hast, das Beste und nicht irgendetwas. Ja? Mach aus deinem Leben was Schönes, mach was Anständiges, mach was Spaßhaftes für dich und verblöde nicht deine Zeit irgendwo für irgendwen. Es ist so dieser Memento Mori-Effekt. Denk daran, auch du bist sterblich. Man hat ja gerne so ab dem Barock, Renaissance, Barock, hat man ja auf Gräbern gerne mal Totenschädel und gekreuzte Knochen abgebildet, um dem Vorübergehenden zu sagen, ja, du magst jetzt noch magst hier noch feixen und lebendig sein, aber bald siehst du auch genauso aus wie wir hier. Also das heißt, das ist das, was am Ende des Lebens übrig bleibt, ist tatsächlich, ja, wir mit den Knochen. Das ist, mehr gibt's da nicht mehr. Also denk daran, mach was aus deiner Lebenszeit. Ich finde es ja tröstlich, dass immerhin die Sanduhr auf der Karte noch ganz voll ist. Das finde ich seit den ersten Momenten, wo ich mich mit den Karten auseinandergesetzt habe, sehr liebevoll von diesem Tod. Und er gefällt mir. Also ist einer meiner Lieblingskarten, was das Thema Tod Ich betrifft. finde, also jetzt mal, ich meine, es kann jetzt auch mein eigener Eindruck sein, ich finde, der hat was Weibliches. Hat so einen weiblichen Touch, dieser Tod. Ja. Ich meine, das kann man natürlich dem Skelett jetzt so auf den ersten Blick nicht ansehen, aber in meiner Vorstellung. Also die bis auf die Geliebte haben alle weiblichen Karten sowas, da hast du immer das Gefühl, die bewegen sich, da ist ein Windstoß, das Kleid wird irgendwie so. Ja, ich finde, das ist hat vielleicht sowas So was Feminines. Wallendes, ne? Und da kommt auch hier dieses, Wallende, also es hat, wallende Gewänder. es darf man ja nicht unterschätzen, dieser Tod. Ich meine, auf der anderen Seite ist ja vielleicht auch so, würde er vielleicht auch erscheinen als Gespenst auf dem Friedhof, aber diese Kleidungsstücke, oder das Kleid, das ihn umhüllt, hat was luftig Leichtes. Man meint fast, er würde schweben. Und Der, nee, der schwebt auch. der schwebt auch, ne? Der schwebt Und definitiv. irgendwie diese Friedhofserde oder was da ist, die Wurzeln, ja, Ja, ist das schon ist eine, unsere Basis, ja. Christopher. Das ist unsere Basis, aus der wir bestehen. Ne? Ja. Wenn wir ganz ehrlich sind, also 85, 90% Wasser und der Rest ein paar Spurenelemente, wenn man Menschen auseinandernimmt, chemisch. Und das war's dann. Ja, Knochen, das nur Kalzium und sonstiges. Sehnen genau das gleiche. Also, darum, aus dem bestehen wir eigentlich. Ich find's interessant. Man könnte ja sagen, wenn ich mir die beiden Karten nebeneinander anschaue, die Beständigkeit ist so der Blick in den Himmel und der Tod ist so der Blick in die Tiefe. Also das heißt, auf was für einem Fundament beruht mein Leben eigentlich? Was Ja. mache ich damit? Während die Beständigkeit eher sowas ist wie, da geht's, vielleicht täusche ich mich auch, aber da geht's eher darum, wovon lasse ich mich inspirieren oder wo geht's um wo geht's um das, was ich für wahr halte? Was ist meine Wahrheit? Also für mich ist die Beständigkeit immer so was Intellektuelles. Mhm.
Das ist so eine Sache, glaube ich daran? Okay. Habe ich mich damit schon mal auseinandergesetzt? Und der Tod ist so etwas Bodenständiges, das kommt. Wir wissen alle nicht wann, aber er kommt. Also sehr was Irdisches eigentlich, sehr was Bodenständiges. So würde ich es auseinanderhalten. Was Das heißt, deine das Erfahrung? eine, der Geist in der Beständigkeit, der durchdringt natürlich Zeit und Raum. Das ist vielleicht sein Vorteil. Der Tod ist aber einer, der sagt, Zeit und Raum ist endlich, ist begrenzt. Und da berühren sich beide vielleicht auch wieder. Vielleicht mit Hilfe der Weil Beständigkeit oder dem, was die Beständigkeit verkörpert, das meiste aus seiner Zeit zu machen, die wir hier haben. das wäre natürlich der Idealzustand. Spannend. Lieber Roy, was haben wir uns denn, oder was hast du dir gedacht, oder? Du willst noch was? Weil der Tod so meine Lieblings- oder einer meiner Lieblinge ist in diesem Deck, habe ich mir überlegt, lass uns doch drei Karten ziehen. Ah ja, wir machen es also ein Orakel. Wir machen jetzt ein Orakel zum Thema Tod, ja, zum Thema Transformation. Und das ist, da möchte ich an dieser Stelle noch eins loswerden. Es steht auf der Karte Tod. Es steht nicht drauf, du stirbst. Ja, weil das wird in unserem westlichen, dominierten Gedankengut immer missinterpretiert. Auf der Karte steht drauf Tod, Mord, Smrt, Morte, Death. Ja, und nicht du stirbst. Und darum ganz gern drei Karten. Die erste Karte würde ich sagen, was kann ich loslassen? Welches Thema kann ich loslassen? Welche Umstände kann ich loslassen? Karte Nummer zwei, womit fülle ich diese Lücke? Ja, weil immer wenn ich was loslasse, ja, mache ich eine Tür auf, geht die andere zu. Oder umgekehrt. Also, womit fülle ich diese Lücke? So, und jetzt haben wir so einen Zustand und jetzt wäre die dritte Karte. Was mache ich mit diesem Lückenfüller? Mache ich das dann wie die Frauen mit dem Fächer? Ja, genau. Christopher hat bei der letzten Sendung aufgepasst, wo es um was Liebevolles, Tolles, Geschenkliches gab. So, schauen wir mal. Was kann man denn loslassen? Tja, was kann man loslassen? Wir haben ja in einer der früheren Sendungen gesagt, Geld, da geht es um Bekommen für Besitz, für Haben, für Fantasie. Ja? Also alles, was ich so generieren kann, was ich in mir habe. Und diese Fantasie, dieses Haben, dieses auf den prallen Geldsack gucken, das kann ich weniger werden lassen. Ich muss nicht von einem Tag mit dem Schlüssel drehen und sagen, so, jetzt ab morgen bin ich Hans im Glück, ich wirf alles weg und am Schluss werden wir schauen, wo ich ankomme. Nee, es geht darum, dass ich mein Hingucken auf dieses Monetäre kleiner mache, weniger wichtig mache. Dass ich sage, es gibt nur andere Dinge im Leben, als wie nur rackern, Geld zusammenhalten, sparen und schauen, dass ich genügend habe. Ich glaube, Aufforderung ist jetzt, lass diesen Kreislauf los. Unabhängig, Geld ist wichtig, gar kein Thema. Aber dieses permanent Fokussieren auf das Monetäre, das erzählen uns die Karten, ist in unserem Falle nicht mehr richtig, nicht mehr gut. Loslassen. Ich könnte auch sagen, gib dein Geld aus. Lass dein Ja, Geld nee, mal das los. geht nicht. Es geht nicht darum, dass du jetzt hergehst und sagst, so, Bingo, und jetzt wird die nächste Investition getätigt und die nächste, bis kein Geld mehr in der Schatulle ist.
Das geht es nicht. Sondern man sollte loslassen von diesem, ich muss noch mehr haben, ich Okay. brauche noch mehr, das reicht noch nicht. Und dieses noch, und mein Fahrzeug, das muss noch besser sein. Und um das geht es. Das noch größere iPhone. Zum Beispiel. Der noch schnellere Mercedes. Ja, womit fülle ich die Lücke? Ich kann die Lücke mit meiner Wesen füllen. Ich kann die Lücke füllen mit dem Wissen, dass ich auch weibliche Anteile habe. Und wenn bei diesen Ursprungskarte, dieser Geld, ja, das irgendwo auch männlich dominierend ist, habe ich hier jetzt die Möglichkeit, diese Lücke, die ich habe, auf einmal mit ganz anderem zu füllen, mit fantasievollen Dingen, mit Dingen, die mir auf einmal gut tun. Ja, herzugehen und sagen, nee, die Beratung mache ich nicht. Die Beratung mache ich nächste Woche. Und hergeht und sagt, das ist genau mein Punkt, das fülle ich mit Liebe. Also für mich würde das auch bedeuten, ich fülle es eben mit Dingen, die ich liebe, ja. Und auch mal auf einer Parkbank sitzen, so wie Sie hier, und einfach mal nur gucken und vielleicht auch was erwarten, ja? Weil wenn ich immer nur beschäftigt bin, im Fokus meine Schatulle zu füllen und voll zu halten, dann kann ich einfach auch nicht einfach mal nur einen schönen Frühlingstag genießen, sondern bin eigentlich immer dabei zu ackern und zu ackern. Und hier sitzt eine und harte Dinge, die da kommen mögen. Und wer weiß, vielleicht kommt der Traumprinz auf dem weißen Pferd vorbeigeritten. Vielleicht auch die Sache, dass ich aufhöre, diesen Kreislauf immer weiter zu treiben und ich ihn durchbreche durch meine weiblichen Anteile und sage, jetzt mache ich nicht mehr mit. Sehr schön. Und was war die letzte Karte? Was mache ich daraus? Oh, es ist ja lustig. Die beiden Karten, Was die wir mache ich? zusammen besprochen haben, etwas Geld und Geld, umrahmen das Ganze. Was mache ich draus? Vielleicht können wir aufgrund von unserem Reichtum auch hergehen und sagen, weniger ist mehr. Vielleicht können wir es uns erlauben zu sagen, es ist genug. Mein Lebensunterhalt ist gesichert. Und ich mache mir nicht mehr aus jeder Mücke einen Elefanten und hast du nicht gesehen? Nein, ich lasse es gut sein und ich gehe her und ich nimm weniger für mein Leben, denn weniger ist mehr. Ja, das finde ich auch schön. Ich finde auch, dass farblich die Geliebte und etwas Geld gut korrespondieren. Sie guckt vielleicht schon so in Richtung auf das, was da auf dem Tisch liegt und sagt sich, naja, ist schon ein bisschen wenig, aber eigentlich sitze ich dafür in schönster Natur. Also das heißt, dafür, dass ich vielleicht auf etwas verzichte, das wäre ja der Rat der ersten Karte, und ich dann vielleicht etwas weniger habe, sitze ich dafür in einem Zustand, der einfach für mich viel angenehmer ist, wo ich Ja. mir was gönnen kann. Diese Position, was mache ich daraus ist, ich mache mit weniger, mache ja deswegen nicht Verlust, sondern ich gehe hier und habe auf einmal mehr Zeit oder ich habe auf einmal mehr Fokus oder ich habe auf einmal mehr liebesvolle Umgehungsmöglichkeiten. Also von da gesehen denke ich, dass es ganz gut ist, wenn man sich erlaubt, mal weniger zu haben und dadurch mehr Freiraum zu bekommen. Sehr schön. Ja, liebe Leute, das war's für heute schon wieder. Lieber Roy, vielen, vielen herzlichen Dank für die Sehr gerne. für die ausführliche Erkenntnisse, die du uns zu den Orakelkarten vermitteln konntest. Und ihr da draußen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen und wir hören uns sowieso ganz bald wieder. Und dann bleibt eigentlich nur noch das Schlusswort von Roy übrig. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns.
Wenn ihr Anregungen habt, wir sind immer gerne und daran interessiert, wenn ihr Ideen habt, wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr Infos braucht, auch reinhauen, schreibt uns, wir sind gerne dafür da. Und dir, lieber Christopher, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte, euch die traditionellen Orakelkarten zeigen und vorstellen kann und darf. Und bitte bleibt gesund und vergesst nicht, never give up.